Ja, Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Hier spricht wieder euer Trace AP am Mikrofon und dies ist Part 94 meiner Let's Play Minecraft-Serie. Und wo wir hier gerade schon mal wieder stehen und ich hier stehe vor allem und hochgucke, merke ich, uns fehlen ein paar Schienen. Ja, das ist natürlich wundervoll. Gott sei Dank haben wir jetzt ein paar Minecarts dabei. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal wieder schnell zurück in unsere Basis. Wir können es ja schließlich. Und ja. Dann hoffe ich mal, die nötigen Sachen, die wir brauchen, um viele Schienen herzustellen, dass wir die auch da haben. Und ich hoffe, wir haben auch Eichensetzdinge. Denn die könnten wir mal oben auf unserer Basis pflanzen. Dann müssen wir nicht immer so weit rausrennen, um Bäume zu holen. Wir haben ja nicht umsonst solche große Basis. Da können wir die ruhig mal zu unserem Vorteil benutzen. So. Ja. Akaziensetzling. Kloppen wir uns mal hier so ein 64er Stack in unsere Taschen. Und ja, bewegen uns direkt mal nach oben. Na. Ist es wieder düster? Nee. Gut, hier wächst das auch schon. Denn, machen wir ab hier. 1, 2, 3, 4, 5. Na, 5 frei und dann machen wir 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, zack, 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 2, 3, 4, Ich glaube, wir haben uns eine doofe Reihe dafür ausgesucht. Ich glaube, wir sollten hier damit anfangen. Ah, das reicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Na, sowas. So muss das. So. So. Naja. So. Wir sind so langsam damit. Die ersten wachsen bald schon und wir sind hier noch nicht fertig mit Aussetzen hier mit den Setzlingen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, was daraus wächst, da bin ich mal gespannt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein paar Bäume angepflanzt. Und das sollte erstmal reichen, was unseren Holzbedarf angeht. Jetzt begeben wir uns erstmal wieder daran zurück, neue Schienen zu craften. Denn das muss auch sein, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und was muss, das muss. Oder wie meine Oma schon immer zu sagen pflegt, wat mut, dat mut. Pladütsch.
So, ja. Das haben wir. Sticks, ein bisschen mickrig mit der Anzahl der Stickies. Haben wir noch ein bisschen mehr? Ja. Knappe 4 Stacks bekommen wir erstmal hier draus. So. Daraus machen wir uns jetzt Stickies. So. Ach, wir haben noch Eisen dabei. Ich bin ja blind. So. 64 bekommen. Alter Schwede. So. Nochmal 64. Brauchen wir gar nicht so viele. Aber was soll's. Schaufel weg. Das Eisen wandert wieder in unsere Tasche. So, da wir eh nicht so viele brauchen, sparen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen Platz, indem wir ein paar hier lassen. So, einen Stack nehmen wir mit. Das sollte dann reichen. So, dann können wir auch unsere Schaufel behalten. Gut. Haben wir alles? Schienen, Leitern, genügend Stone. Passt. So, dann fahren wir mal schnell wieder zurück hier. Naja, schnell ist im Moment noch was anderes, aber das gibt sich. So. Bisschen Tempo. Ja, bisschen bergauf. Bisschen bergauf. Und ein bisschen bergab. Los geht's. So macht doch Fortbewegung Spaß. Von A nach B, nicht mal bewegen müssen. Das kann weg. Das war nur für mich eine Hilfe. Und das kann eigentlich auch weg. Und das kann auch weg. So. Jetzt muss ich gucken, bis wo kann man denn noch sozusagen raufkommen. So, eigentlich muss man das so machen. So. Ich habe mich auch gewundert, dass das doch funktioniert. Aber was soll man machen? Ist halt so, ne? So, der jetzt weg. Zack. Und jetzt können wir uns hier hinstellen und da mal einsteigen. Und das immer weiter. Und das geht so schnell. Stellt euch das einfach mal vor, wie schnell man da so hochkommt. Das ist Hammer. So, damit es jetzt leichter für uns ist, bauen wir uns... Ah, warum nicht? Bauen wir jetzt einfach mit Stein hier hoch. Jetzt machen wir 5 Abstand ab dem Minecart. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das wollte ich nicht. So. Obwohl doch, hätte ich doch gemusst. Ja. So, testen wir mal kurz. Okay, der ist zu hoch. Hätte ich mir denken können. Bin ja schließlich hier nicht so wie in meiner Testwelt im Creative. Im Creative kann man, glaube ich, 5 Blöcke erfassen. Okay, und WhatsApp sollte man auch mal ausschalten. 5, ja, da hätte er hängen gemusst. Hier.
5 Stück. So, versuchen wir mal. Jo, das funktioniert. So, wie viel Abstand ist das jetzt immer? Von dem 1, 2, 3, 4. Vierter Stelle ist die Leiter. Vierte Stelle ist die Leiter, da muss ich mir merken. Hörst du wohl. Der Block war schon richtig, allerdings nicht aus Holz. So, und jetzt gucken wir mal, ob das immer noch gut funktioniert. Die können auch weg hier, die sind überflüssig. Machen wir jetzt mal einfach nur aus optischen Gründen. So. Warum ich das hier gebaut habe, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht einfach nur, weil wegen... Sieht toll aus oder so. So. Naja, wenigstens ist es jetzt symmetrisch. Machen wir jetzt hier nochmal Fackeln hin. Der Optik willen. So. Das ist irgendwie Müll. Das hätte ich mit Leiter machen müssen. Weil so komme ich da ja nicht wieder hoch. So. Machen wir es einmal mit Leitern. Wir haben ja Gott sei Dank genügend mitgenommen. So, das waren 4 Stück, ne? 4 Stück. 1, 2, 3. Ja, vierte Stelle ist die Leiter. Vierte Stelle ist die Leiter. Das muss ich mir immer merken. Erste, zweite, dritte, vierte. Genau da. So. Wollen wir mal. So. Wundervoll. Erster, zweiter, dritter, vierte Stelle ist die Leiter. So. Ist hier praktisch schon die nächste Station. Und das wiederum bedeutet, wir dürfen jetzt eine Etage höher. Und ich habe gemerkt, das ist ein bisschen einfacher, wenn man die Leitern hier hinsetzt. Kommt man da immer besser wieder ran. Deswegen machen wir es mal kurz so. So. Naja, im Creative ist es immer ein bisschen einfacher. Da braucht man das nicht. Kannst ja direkt fliegen. 1, 2, 3, vierte Stelle ist die Leiter. Dann ist hier praktisch wieder die neue Etage. So, Schiene. Mich wundert es, dass unsere Schienen nicht alle werden. Werden die alle? Ach nee, stimmt, ja! Oh, wir hätten nur eine gebraucht, weil ich die immer wieder wegmachen muss. Ich hatte in meinem Kopf gerade irgendwie
in der Wüste vergessen oder so. Keine Ahnung. Oh Mann. Peinlich. So. Nächste Etage ist fertig. Mensch, das geht ja recht zügig hier. Das finde ich gut. 1, 2, 3, 4. Etage ist unsere neue Etage. Beziehungsweise ab der 5. über der Leiter. Eine. Ja, und wir nähern uns. Das hat doch schon... Auch nicht schon wieder. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da wieder angekommen bin. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch wieder zurück an der Stelle, wo wir gestorben sind. Ich werde jetzt erstmal kurz die Wegmarke von meinem letzten Tod löschen. So. Ich habe hier meine Sachen wieder. Alles wieder da, aber der Level ist so ein bisschen... Das Level ist ein bisschen runtergegangen. Aber stört mich nicht. So, ihr seht hier, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was. Ich will das einmal ganz kurz vorführen. Wenn wir jetzt hier dieses Stück mit der Leiter gehen sollten, würde das halt so lange dauern. Ja? So. Und dann halt das Stück noch dazu, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil das sonst zu lange dauern würde. Was zur Hölle. So, und jetzt gehen wir das Ganze mal einfach mit unserem Fahrstuhl im Anführungsstrichen ab. Ups, wir sind oben. Plus, minus. Ich weiß jetzt nicht, haben wir den schon gemacht? Na, den machen wir noch. So. So. Zack. Runter. Können wir halt unsere Bahn nachher benutzen. Da werden wir ja hier... Okay. WhatsApp. Da werden wir nachher hier runterfallen und dann halt wieder hier rein. Das kennt ihr ja schon. Und um hochzukommen, stellen wir uns hier hin. Zack, 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 zack. Und wir sind bald irgendwann bald oben. Es geht auf jeden Fall ziemlich schnell und ist eine wunderbare Methode. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch einen kleinen Tipp geben, wie ihr euch einen schnellen Aufzug baut, der relativ ressourcenfreundlich ist. Und des Weiteren hoffe ich natürlich auch, dass euch dieses Let's Play wieder gefallen hat, dieser Part. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.